Hallihallo, ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe wieder ein Video für euch und zwar ein Q&A. Und wir werden jetzt einfach mal miteinander ein bisschen reden und ich werde euch einiges ein bisschen erklären und sagen. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht es gleich los und ich wünsche euch ganz viel Spaß da dabei. Gesagt, ich möchte ein bisschen über das Ganze hier reden und ja, euch vielleicht ein paar Fragen beantworten, die aufgekommen sind. Und damit ich jetzt hier nicht die ganze Zeit nur rede und ihr nur meine Hände seht, habe ich gedacht, ich koloriere nebenher ein bisschen, weil ich so ein kleines Projekt am Laufen habe mit meiner kleinen Tochter. Und da brauche ich Piratenmotive und ich habe dieses Set hergenommen von MFT. Und ja, genau, würde ich sagen, das koloriere ich einfach nebenher und beantworte einfach ein bisschen was. Ja, da es ein Q&A ist, auf jeden Fall schnappt euch vielleicht was zum Trinken und was zu knabbern und lauscht einfach mal gespannt zu, was ich euch zu sagen oder zum Erzählen habe. Genau. Ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Frage und zwar, was war los? Ja, zu der Frage, was war los? Mein allergrößtes Problem in der ganzen Geschichte hier war eigentlich meine Kreativität. Ist irgendwie flöten gegangen. Also ich hatte absolut keinen Plan mehr, was ich an Content bringen muss, soll, darf, wie auch immer. Ich habe ja einfach keine Ideen mehr gehabt. Ich saß teilweise minutenlang vor einem Stempelset oder ich habe mir minutenlang oder stundenlang auch teilweise einen Kopf zerbrochen über ein Stempelset und mir ist einfach nichts dazu eingefallen. Ja, und das war eigentlich so mein Hauptproblem, dass ich einfach nicht mehr wusste, was ich tun sollte. Ich hatte auch ehrlich gesagt keinen großen Spaß mehr dran, am Basteltisch zu sitzen. Ja, habe eben andere Dinge angefangen, was mir in der Zeit irgendwie mehr Spaß gemacht hat. Und deswegen ist das Ganze irgendwie ein bisschen arg kurz gekommen, beziehungsweise eben ganz ausgefallen dann. Und wie gesagt, das war eben so mein Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Dazu kam eben auch noch, dass mich das extremst wahnsinnig gemacht hat, dass ich eigentlich Videos nur noch produziert habe, ja, damit eben Videos produziert sind. Also der Content hat mir einfach nicht mehr getaugt. Es hat alles nicht mehr so gepasst, dass ich zufrieden war mit dem, was ich gemacht habe, dass ich dann auch hundertprozentig dahinter gestanden bin. Ich habe einfach Videos abgedreht, damit Videos abgedreht waren. Und irgendwie hat man da, mir hat da die ganze Lust und der Spaß einfach daran gefehlt. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, nein, ich höre jetzt auf. Ich war auch teilweise echt überfordert dann mit dem ganzen Thema und ja, war dann auch teilweise dann überfordert hinsichtlich meiner Familie, die ich eben habe. Jede freie Minute war ich dann nur noch irgendwie beschäftigt, sinnlos Videos zu drehen und produzieren, einfach irgendwas gemacht zu haben. Und ja, wenn ich eben nicht produziert habe, dann war ich halt zu 100% dann für meine Familie da, was ja natürlich in erster Linie auch so sein muss. Nur ich bin dann einfach immer geswitcht zwischen Familie,
Videos produzieren, Familie Video produzieren. Und irgendwo ging ich einfach als Person komplett unter. Und das hat mich dann irgendwann mal so frustriert, dass ich dann, wie gesagt, eben diese Bremse ziehen musste und einfach, ja, ich musste das Ganze einfach mal auf Null runterfahren und um überhaupt zu sehen, wo möchte ich hin und was ist es mir überhaupt noch wert. Und ja, deswegen kamen dann auf einmal keine Videos mehr. Wie gesagt, dann kam eben noch auch das Familienleben da dazu. Absolut gar keine Beschwerde hier. Ich weiß, wie anstrengend das eben ist mit Kind und so. Und manche haben mehrere Kinder. Also, wie gesagt, das soll hier jetzt kein Jammern sein. Dennoch ist eben die Situation mit meiner Tochter sehr herausfordernd. Meine Tochter ist nämlich, krank würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben einfach unsere Probleme, die wir eben ja beseitigen müssen, sollen, dürfen, wie auch immer. Und das eben sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen, ja, ich glaube, ihr wisst auch, was ich hinaus wollte oder was ich eben hinaus möchte, dass ich einfach überfordert war zwischen jedem einzelnen oder jeder einzelnen Komponente eben gerecht zu werden, und ich wurde es einfach nicht, und das hat mich frustriert. Deswegen, wie gesagt, kamen dann einfach keine Videos mehr und ja, muss dann eben diese Pause einlegen. Es wird natürlich auch erstmal nicht leichter sein, weil die Probleme, die ich eben mit meiner Tochter habe, sind noch nicht behoben. Es kommen momentan gerade auch mehr Probleme dazu. Schlafrhythmus, blablabla. Also die Mütter unter euch werden das höchstwahrscheinlich verstehen können, ein bisschen. Genau. Aber ich muss mich einfach rausnehmen, wenn es um meine Tochter geht. Und meine Tochter steht immer und wird auch immer an erster Stelle stehen, und da muss nun mal YouTube oder eben die kreative Bastelecke hinten anstehen, und ich denke, das kann auch jeder verstehen. Jo, das war so eigentlich der Hauptgrund, was war in letzter Zeit so los. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter an die Frage, was wird sich denn überhaupt ändern? Viele von euch haben es schon gesehen. Ich habe ein neues Profilbild, oder komplett die ganze kreative Bastelecke steht unter einem anderen Motto. Ich wollte einfach dieses übertrieben bunte, kitschige, wollte ich einfach, ich will es einfach hinter mir lassen. Das bin nicht mehr ich. Ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Die kreative Bastelecke wurde mal ursprünglich von mir so gegründet, eben, dass es eben ein bunter Kanal ist, dass ja eben viel Farbe dahinter steht und das Ganze. Aber das bin ich nicht mehr. Also ich habe mich jetzt in den Jahren auch weiterentwickelt. Ich bin das, wie gesagt, eben persönlich auch nicht mehr. Und deswegen wollte ich mein Erscheinungsbild einfach auch da anpassen und ändern. Wie ihr eben seht, ich bin jetzt eher auf einem Grauton, was ganz Neutrales, finde ich. Ich möchte es einfach ein bisschen zeitgemäßer, neutraler, wie gesagt, eben halten. Und das ist für mich jetzt so einfach die Priorität Nummer eins gewesen, dass ich mein Erscheinungsbild an dem eben anpasse, was ich sein möchte jetzt. Meine Projekte werden weiterhin trotzdem eher bunt, ja, farbenfroh sein, weil es mein, ich nenne es jetzt mal Bastelstil ist. Und deswegen denke ich mir, kann das Erscheinungsbild der kreativen Bastelecke ja ein bisschen, ja, neutraler gehalten werden. Und ja,
Und im Strich ist es ja eigentlich nur das Erscheinungsbild. Und ich finde, es passt mittlerweile sehr, sehr gut hier eben rein. Und deswegen habe ich das angepasst. Was sich noch ändern wird, ist, dass ich meine Facebook-Seite komplett downlegen werde. Also ich lasse sie online, damit man noch über Links auf mich zugreifen kann, aber ich werde auf Facebook einfach nichts mehr posten. Ich finde, Facebook ist mittlerweile durch. Der Content wird halt jetzt nur noch auf Instagram und auf YouTube eben kommen. Und die Links zu meinem Instagram-Profil habe ich euch unten in der Infobox auch verlinkt, falls ihr da noch nicht mehr folgt. Dürft ihr das auch gerne einmal tun. Es ist wie immer alles kostenlos. Ich möchte auch nicht nur Kreatives mit Papier euch hier zeigen. Ich habe mittlerweile auch so ein bisschen dieses Do-it-yourself ein bisschen für mich entdeckt. Einfach auch mal ein bisschen was anderes zeigen, wie nur Papierbastelei. Und ja, genau. Deswegen werden auch einige Do-it-yourself-Projekte Projekte kommen. Ich bin aber noch ganz stark am Überlegen, ob ich eventuell das nur auf Instagram so zeigen werde. Ich werde da jetzt höchstwahrscheinlich kein Video dazu drehen, außer ich finde es jetzt so genial, was ich da jetzt fabriziert habe, dass ich es euch unbedingt in Videoform zeigen möchte. Aber ansonsten würde ich einfach sagen, wenn ich so Do-it-yourself-Projekte, also im Sinne von zum Beispiel Möbel aufwerten oder ja, etwa außerhalb von dieser Scrapbooking, Kartenbastelei, was mache, dass ich das dann einfach auf YouTube dann in einem Reel zusammenschneide oder einfach nur einen Post dazu gebe. Genau, was auch noch sich ändern wird, ist ganz einfach, ich werde mir definitiv keinen Stress mehr setzen. Das bedeutet, ich werde, wenn ein Video kommt, kommt ein Video und wenn keins kommt, kommt eben keins. Dieses Motto mir einfach jetzt zu Herzen nehmen. Und ich möchte mir keinen Stress mehr machen. Wenn mal 2 Wochen kein Video kommt, kommt 2 Wochen mal kein Video. Dann liegt es nicht daran, dass ich irgendwie keine Lust drauf habe, sondern es kann einfach sein, dass zum Beispiel meine Kleine sich eben meldet und irgendwas braucht und das eben sich in Zeit erstreckt. Oder wir einfach, keine Ahnung, einen Kurzurlaub machen oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, ich mache mir da absolut jetzt keinen Stress mehr daraus. Entweder ja, kommen Videos, dann kommen Videos und wenn nicht, dann eben nicht. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich einfach gucke, dass ich Regelmäßigkeit in Instagram eben reinkriege mit Postings, dass, ja, dass ich da eben gucke, dass ich regelmäßig einen Post mache. Aber wie gesagt, ich will das alles eben ich will das eben alles so stressfrei wie möglich gestalten und deswegen möchte ich euch das einfach gleich so sagen und mitgeben, damit ja ihr euch da eben auch drauf einstellen könnt, dass es vielleicht dann auch mal sein kann, dass ich, wie gesagt, 1, 2 Wochen nichts produziere oder posten werde. Ja, dann denke ich, ist nur noch eine Frage offen. Die Frage kann ich euch auch nur ja teilweise beantworten. Ich habe da nämlich noch nichts abgeklärt oder ja, abgeklärt oder geregelt. Ich werde es jetzt einfach mal unter Vorbehalt hier
veröffentlichen, sage ich jetzt mal. Und zwar, wie geht es weiter mit dem Design-Team Kurike? Früher war es ja so, dass ich samstags ein Video gepostet habe. Da möchte ich definitiv es jetzt so machen, dass, dass ich es auf Mittwoch verschieben werde. Ich werde es aber auf Mittwoch verschieben hinsichtlich so, dass wenn ich kein Video schaffe, einfach nur ein normales Posting auf Instagram mache und eben auf der Kreatives mit Papierseite. Ich verlinke euch das Ganze auch gerne einfach mal unten in der Infobox. Könnt ihr mal reinschauen. Das ist ein Blog, eben wo das ganze Design-Team von Kurike ihre Sachen und Anleitungen und Werke und etc. pp. Posten. Ganz interessant, dürft echt mal vorbeischauen. Genau wie gesagt, auf Mittwoch gelegt. Aber nicht unter Zwang, dass ich jeden Mittwoch hier einfach irgendwelche Videos durchproduziere, dass ich sie durchproduziert habe. Ich werde vieles mit Kurike eben dann auch ausweichmäßig auf Instagram beschränken und nicht nur only YouTube. Das nimmt mir einfach persönlich auch nochmal so ein bisschen Stress raus, weil das war auch so ein Ding. Ich habe irgendwann dann einfach nur irgendwas gemacht und fabriziert, dass es eben gemacht wurde. Und ich war so unzufrieden. Ich war einfach nur noch unzufrieden mit der ganzen Situation. Deswegen, ich nehme mir den Stress raus. Ich nehme ihn mir komplett raus. Ich möchte es nicht mehr. Es das heißt nicht, dass ich keinen Spaß dran habe, am Designteam mitzuwirken. Im Gegenteil, ich habe sogar noch andere Dinge vor. Ob das Ganze funktioniert, weiß ich nicht. Aber dazu mehr, wenn es dann was Konkreteres geben sollte. Ja, sondern einfach nur, ich möchte nicht einfach irgendwas produzieren, damit irgendwas produziert ist. Also ich denke, ihr versteht mich da, wenn ich das euch so erzähle, was ich damit überhaupt meine. Genau. Ja, das sind so eigentlich die wesentlichen Fragen, die ich denke, die im Kopf so rumschwirren, wenn ich sage, hallo, ich bin wieder zurück. Falls ihr noch Fragen habt oder irgendwas anderes, dann dürft ihr das gerne unten in den Kommentaren schreiben. Falls du jetzt einfach hier hinzugestoßen bist, weil der Algorithmus mein YouTube-Kanal dir vorgeschlagen hat, darfst du auch gerne meinen Kanal hier kostenlos einmal abonnieren und mir ein Däumchen nach oben da lassen. Ich würde mich sehr freuen. Und falls du meinen Kanal noch ab oder abonniert hast, dann aktiviere am besten auch gleich die Glocke, um immer informiert zu werden, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich werke jetzt hier einfach noch ein Stückchen weiter rum. Ich bin gar nicht so weit gekommen mit dem Kolorieren. Komischerweise. Ja, aber ich mache, wie gesagt, jetzt hier einfach mal in Ruhe fertig. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss.